So, hallo und willkommen zu einer nächsten Session von meinem Let's Play Risen. Ich krieg mal rein. Wir hatten Usegor gesprochen, wir hatten uns von dem den Auftrag geben lassen, irgendwelche Idioten da platt zu machen. Da werden wir uns jetzt auch gleich drum kümmern. Ach so, Schlüssel sollen wir mitnehmen, hat er gesagt. Das ist doch Schlüssel. Und wenn es ab und zu mal knackt, muss ich ein Mikrofon abstellen, weil ich habe auch ein bisschen erkältet, habe ich gemerkt. Ich kriege ab und zu mal so einen fetten Hustenanfall. So, der erste von den Brüdern, oder ich sag, der erste von den Brüdern ist da vorne drin hier, aber ich will erstmal hierher. Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, was das genau drin war. Das ist jetzt diese Hexenkopf. Ach, Selsaret. Ja. Wie sieht's mit unserem ich würde sagen, ich mach mal hier ein F8. Und wir gehen mal als Aschepest hier rein und machen den als Asche, oder? Ach, dann aber ein bisschen leid. Das ist jetzt nicht so. Machen wir lieber Orgojagd mit der Aschepest. So, Selsaret. Komm her, Alter. Ja, ein bisschen chancenlos, der Kollege halt. Sehen ähnlich. Oh, was haben wir hier? Ach, das war der Splitter und der Schädel von dem. Sehen ähnlich wie der Aschebesten aus, bloß halt ein bisschen heller. Bloß irgendwie ein bisschen, ja, gemeiner halt. Gucken, ob es sonst noch was gibt, aber hier gibt nichts weiter. Okay, haben wir schon den ersten Schädel. Also nicht unbedingt problematisch jetzt hier. So. Statue mitnehmen, die brauchen wir nochmal. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Selbst wenn man noch nicht sonderlich gut drauf ist, teilweise kann man die Viecher sogar hier durch erschießen, gell, also. So, Echsenkopf. Komplett nachladen. Ich weiß gar nicht, was da unten drin war, dass ich eine Rippe war, oder ob das ein Echsen. Ach, ein Echsenpriester, okay. So. Erledigt. Das ist ein übelstes Loch im Fußboden. So, die haben hier nichts weiter drin, das sehe ich. Ergo. Ach ja, da ein bisschen was. Das müssen wir mal genau angucken, weil das ist ja interessant hier. Das ist ja interessant. Denn mit dem kann man sich, glaube ich, irgendwie ein anständiges Amulett schmieden. So, und das ist natürlich auch interessant, die Inferno-Rune. Die werden wir auch mal gelegentlich ausprobieren. Die ist lustig. Aber auch jetzt nicht so die Mega-Waffe. Also unser Beschuss hier mit magischem Geschoss macht da schon was ganz schön was her. So, das war Nummer 2. Ergo, Nummer 3 ist hier unten. Hier oben. Okay. Ich dachte eigentlich, was ist denn da oben? Moment. Erstmal muss ich gucken, was das hier ist. Ach, das war der Ausgang, alles klar. Das war der Aufgang hier, diesen Gang da oben lang. So, der andere war hier unten. Wieder bergunter, genau. Bitte nicht kerre. Exekut. So. Das müsste jetzt
Ach, hier aus den Ecken, muss auch sein. Der hat im Übrigen jetzt das Titanenschwert. So, ein bisschen Fleisch hat er noch mit. Okay, zu holen gibt es wohl noch nichts. Weiter. Ne. So. Das kann man mitnehmen hier. Ich muss erstmal meine Zigarette ziehen, bevor ich mir die Pfote wieder mal verbrenne. Was kein bisschen lustig ist. Diese Verzeichen drin. So. Ja, wir haben das getrümpelt. Ich weiß nicht, was nee, ich glaube, wir müssen mit dem. Ja, wir müssen erstmal den Kunde hier befreien, den Ursigur. Genau, das ist ja der Dings auch unten. So. Während du dich mit den Monstern amüsiert hast, sprach ich mit Ursigur. Was hast du mit ihm besprochen? Ich weiß jetzt nicht nur, wie wir das Siegel brechen können, sondern auch, wie ich den Titan kontrollieren kann. Befreie nun den Geist von Ursigur, damit wir das Tor öffnen können. Ja. Da haben wir aber vorher mal ein bisschen tanken hier. Ja, irgendwie hatte ich gerade einen überraschenden Tod gefunden. Also nochmal. Ich habe die Splitter gefunden. Das ist gut. Gib mich frei. Und wie soll ich das anstellen? Sag es. Sprich aus, dass ich frei bin. Erhebe dich, Geist! Du bist jetzt frei! Meine Fesseln schwinden. Spürst du es? Ich kann es spüren. Dann erfülle jetzt deinen Teil des Handels. Ich werde mich an unsere Abmachung halten. Nimm meinen Schädel und stell ihn zusammen mit den anderen auf die Altare vor dem Tor. Welcher Schädel kommt auf welchen Altar? Höre, ich sperrte den Titan ein. Salsaran war meine persönliche Wache. Gleichgestellt mit Sul-Utur, dem Priester, der Selseret beschwor. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun bin ich frei. Endlich frei! Du hast Ursigur befreit. Gute Arbeit. Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Du bist ja noch da. Ja. Ich dachte, du bist jetzt frei. Müsstest du dich nicht auflösen oder so? Von auflösen war nie die Rede. Ich sagte, ich werde frei sein. Nicht länger an diesen Ort gebunden. Endlich kann ich dieses Grab verlassen. Dann bleibst du auf dieser Welt? Das ist die Macht, die mir einst und auf ewig verliehen wurde. Wenn es nach den Göttern gegangen wäre, hätte ich bis in alle Ewigkeit hier unten gehockt. Aber nun bin ich frei. Aber ich werde noch bleiben. Ich werde bleiben und dich eine Weile beobachten. Wenn du schon bleibst, könntest du mir wenigstens helfen. Wir werden sehen. Zunächst mal will ich wissen, wie sich die Dinge hier entwickeln. Ob ich mich einmische, das wird sich noch zeigen. So. Nehmen wir also seinen Schädel aus dem Sarghaus. Hatte ich alles gerade schon mal. So. Also das kam jetzt wirklich sehr unerwartet für mich, muss ich ehrlich mal sagen. Dass der mich platt gemacht hat. Und zwar einer meiner Hassfeinde. Diese Drecksau hier von Kato. Erstaunlicherweise, und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, ja, dieser Fluffy haut mich mit einem Hieb mit dem Knüppel um. Also ich war mit einem Schlag tot. Das ist ja wohl witzlos. Also das ist ja irgendwie lächerlich.
So, na gut. Mit Altorn ist eigentlich verhältnismäßig einfach. Man stellt die Dinger einfach bloß drauf, nimmt sie wieder rund. Gut, das geht nicht. Wenn sie nicht mehr runter zu nehmen gehen, stehen sie richtig. Passt doch, passt. So. Welcher passt hier? Ich schätze mal der hier. Ne, das war der falsche. Also kommt der vom Usedom drauf. Ja, passt auch. Und der letzte. So, öffnen wir jetzt hier das Zimmer. Jetzt machen wir auch mal ein wenig schlauer sein. Hoffe ich. Endlich! Es ist soweit. Ich bin am Ziel. Usegor hat dir etwas erzählt. Was hat er dir gesagt? Ich kenne den Zauber, der notwendig ist, um das letzte Siegel zu brechen. Mein Okular wird ihn sichtbar machen. Und mein Wille wird ihn unterwerfen. Was hat er noch gesagt? Es ist der Titan des Feuers, der die Insel beschützt. Er verhindert, dass die anderen Titanen die Insel zerstören. Das heißt, wenn wir ihn befreien, wird die Insel zerstört? Aber wir haben eine Waffe. Selbst wenn wir diese Insel nicht retten können, haben wir endlich eine Waffe, um die Titanen zu bekämpfen. Moment mal, du willst die Insel opfern? Hör auf! Du redest von Opfern, da draußen der Rest der Menschheit vor die Hunde geht. Wach endlich auf! Das Festland ist längst zerstört. Der König ist tot. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, wird es bald keine Menschen mehr geben. Was ist, wenn der Titan nicht für uns kämpft? Du hast es doch selbst gesagt. Er war einst ein Diener des guten Gottes. Aber das war vor 1000 Jahren und inzwischen haben die Götter diese Welt verlassen. Er wird mich als seinen Herrn anerkennen. Mit ihm als Waffe werde ich die anderen Titanen vernichten und die Welt für die Menschen retten. Ich schätze, dann muss ich dich wohl aufhalten. Was denn? Du willst mich aufhalten? Ja. Und wie wirst du das tun, wenn du nicht mal in meiner Nähe bist? Männer, tötet ihn! Die Schädel gekrallt. Vom Ursegor. Und jetzt haben wir die Brut am Hals. Ich helfe dir! Oh, Saue! Ich sag's doch, die hauen ja hier drauf, das gibt's überhaupt nicht. Nun, och, hast du gefunden, hallo, was du gesucht hast? Halt mich nicht auf, du Arsch! Ich habe versagt. Was ist passiert? Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Du bist überrascht. Der Träger des Auges ist ehrgeizig und strebt nach Macht. Du selbst hast ihm den Schlüssel dazu gegeben. Dieser Versuchung kann er nicht widerstehen. Dann können wir nur hoffen, dass sein Plan funktioniert. Er wird scheitern. Niemand ist in der Lage, einen Titan ohne Hilfe der Götter zu kontrollieren. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Das ist lange her und der Einfluss der Götter war stark. Nun, wo die Götter diese Welt verlassen haben, gibt es niemanden, der einem freien Titan befehlen kann. Frei von seinen Fesseln wird er wüten und alles verbrennen, was in seine Nähe kommt. Dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Nicht, wenn du den Träger des Auges aufhältst und den Titan zurück in sein Gefängnis zwingst. Noch ist der Titan schwach und selbst wenn er frei ist, ist er noch lange nicht im Vollbesitz seiner Macht. Doch seine Kräfte wachsen von Stunde zu Stunde. Schon bald wird ihn niemand aufhalten können. Wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Der Inquisitor ist nicht wichtig. Es ist der Titan, um den du dich kümmern musst. Was muss ich tun? Nur ein Titanenlord kann den Titan wieder in seine Fesseln zwingen. Ich muss also selbst zu einem Titanenlord werden? Ja, das ist deine einzige Chance.